denkst du dir, da wird sich... Stinkt auch zur Buchse. Genau. Nächste Woche kommt ja eventuell ein neues Juwel, iPhone 7. Was sind eure Vermutungen? Was kommt Neues und wird's besser? Kurze Fragerunde, also. Gar nichts Neues groß. Die werden wieder das gleiche, ähnliche Design haben. Die werden vielleicht eine bessere Kamera haben, aber das wird eigentlich sehr enttäuscht. Dann auch enttäuscht? Ich werde enttäuscht sein, weil Apple, die waren früher so weit und die hängen hinterher. Also ich mag Apple eigentlich echt gerne. Ich nutze auch viele Apple-Produkte, aber das, was sie aktuell machen, ist halt... Es ist langweilig, die bringen halt nichts Neues. Reitest du dich auf die große Enttäuschung? Nicht unbedingt. Ich habe mir schon abgefunden mit dem Note 7. So, ich bin mal am überlegen, ob ich das als Daily Drive nutzen werde, aber mal gucken, wie das... Als Daily Drive heißt, als Festplatte? Gerät, das, was ich täglich nutzen werde. Okay, und das iPhone dann nur am Wochenende oder zum Onanieren? Mal gucken, also zum Testen ist es auf jeden Fall. So, ich habe einen YouTube-Channel auch und da teste ich das auch. Also ich denke, dass es da keine allzu großen Innovationen gibt, vor allem so mit dem Klinkenanschluss und so, das finde ich eigentlich ziemlich dumm und auch der Preis ist einfach nicht gerechtfertigt. Also es gibt nichts wirklich Neues. Wie sieht's denn aus? Was hast du für Vermutungen fürs neue iPhone? Mittlerweile scheint es echt Fakt zu sein, dass man keinen Klinkenanschluss mehr hat, was mich persönlich jetzt schon nervt. Ich benutze mein iPhone jeden Tag, ich habe immer Kopfhörer zum Telefonieren, zum Musik hören, zum Hörbücher hören. Ich werde ihn vermissen. Aber die liefern dir ja auch andere Kopfhörer bestimmt mit. Und ich habe schon ganz schön viele Bluetooth-Kopfhörer hier auch gesehen. Schon, gibt es sicher auch. Dann muss ich wieder irgendwas laden und dann muss ich wieder Adapter für 80 Euro kaufen oder so. Also irgendwie freue ich mich nicht drauf, dass er fehlt. Ist das nicht eigentlich ein bisschen läppsch, da so eine Klinkenbuchse wegzumachen und zu sagen, das ist ein neues iPhone? Ja, natürlich werden die auch noch ein paar andere Sachen machen, neue Prozessoren, neue Kamera und so weiter, alles leicht verbessern. Aber ich sag mal, das Smartphone hat halt, schon seinen Zenit erreicht, glaube ich so. Und jetzt wird es immer schwieriger, das zu verbessern. Am Anfang konnte man noch schnell viel besser machen und mit der Zeit wird es natürlich immer schwieriger, da noch weitere Verbesserungen zu machen. Wie ist deine Meinung? Ja gut, iPhone 7, ich finde eher traurig, dass es nichts Großes wird. Also, dass es kein großes Upgrade wird, sondern dass es halt so ein iPhone 6S, was halt anders aussieht, wird. Der Kopfhöreranschluss ist schade, ich glaube, für viele Menschen. Die Älteren nicht, die Jüngeren nicht, aber die zwischendrin. Aber man kann ein Auto auch nicht fahren, während man es tankt, also... Man kann ein Auto auch nicht fahren, während man es tankt, okay? Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Es geht ja darum, dass man an einem Lightning-Port Kopfhörer anstecken soll. Dann kannst du es nicht aufladen, aber ja. Also ich habe Bluetooth-Kopfhörer, deswegen... Okay, du bist eh schon, den Schritt hast du sozusagen schon vorweggenommen. Ich find's, ja, vor Jahren? Vor Jahren natürlich, ja. Als Technik-YouTuber. Irgendwelche Spekulationen von dir, was kommt, was wird weggehen? Also ich hoffe, was heißt, ich fände es geil, wenn die Audiobuchse wegflöge. Er findet es gut, wir hören hier... Kein Scheiß, ja, doch. Es scheint ja mittlerweile sicher zu sein. Ja, ich glaube auch. Weil komm, also heute kam eine Pressemitteilung raus von Libraton und die sind ja eigentlich, die sind auch immer auf Zack, was so neue Sachen angeht und die haben jetzt halt nur Kopfhörer mit Lightning rausgebracht. Ja. Denkst du dir, da wird sich... Stinkt auch zur Buchse. Genau, da wird was passieren. Ich find's gut, nicht weil das Telefon dadurch dünner wird und dann nochmal dazu neigt, irgendwie zu brechen oder zu biegen, aber du hast dann die Möglichkeit, wieder andere Hersteller anzuhauen und zu sagen, geil, mach doch mal mit dem Anschluss was Neues. Und dann hast du wieder, keine Ahnung, so wie bei Motorola, die haben für das Scheiß-Telefon ein Cover entwickelt, wo Lautsprecher drin sind, über diesen Anschluss, den die haben. Stell dir mal vor, ein iPhone mit Case, dass du ranklickst und dann hast du da hochwertige Lautsprecher dran. Super, über einen Anschluss, mega geil. Finde ich super inspirierend, vielen Dank für deine kleinen Insights und schönen Tag noch auf der Expo.